Gut. Weiter geht's mit Dragon Ball Z Klinge, der Superkämpfer. Lass uns das Leiden beginnen hier. Ja, tatsächlich, dieses Spiel kommt mir bekannt vor. Okay. So, such die Dragon Balls, bla bla bla. Hier ist nichts mehr versteckt. Muss ich eigentlich alles identifiziert haben. Raumkapseln. Gut, dann hole ich mir die Dragon Balls. Ich denke mal, dass sich jetzt nicht viel getan hat. So. Schneller. Das kann schon ein bisschen nerven hier. Vor allem, wenn man schon mal alles gelesen hatte. Da. Fertig zum Kampf. Wunderbar. Ach nee, hier ist Start. Phasenattacke. Rotritt und ja, verflucht. Kamehameha. Versuchen wir es mal so und dann geht's los. Goku versus Goku. Genio. In Gokus Körper. Ja, ich weiß. So, erhöhe ich meine Geschwindigkeit ein bisschen. Ich spiele das übrigens zum ersten Mal mit dem Xbox Controller. Ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Ich weiß noch, welchen Controller wechsle nach dem Part. Ich war doch einfach zu faul, den umzustecken. Das lag jetzt nicht am Controller, sondern ich war einfach blöd. Naja, gut, dass man es noch retten kann, ne? So. Wenn ich das jetzt richtig sehe, greife ich jetzt zum zweiten Mal hintereinander an. Und schön, meine Geschwindigkeit ist schneller als deine. Was man am Stern erkennen kann. Links von der Attacke. Oder Attack. Und du sagst, du hast das Spiel und weißt nur nicht wo, ja? Ja. Also du musst dich jetzt mit Essen, ne? Du kannst antworten, wenn du fertig gekaut hast. Ich habe bloß keine Ahnung, wo das Spiel ist und ich habe es auch nie sonderlich weit gespielt. Ich glaube, ich bin irgendwie ganz am Anfang stehen. Ich weiß halt noch jemand, der das hatte vor mir, bei dem ich das mal zum ersten Mal gespielt habe. Der kam an Nappa nicht vorbei. Jo, jetzt sammle ich mal ein bisschen Ki. Er erhöht seine Verteidigung. Ich denke mir dann einfach nur so, fick dich ins Knie, du Bastard. Vor allem, ich weiß nicht, ob er Schadensattacke oder Strahlenattacke macht, weißt du? Und wieder, dadurch kann ich mich nicht darauf einstellen, auszuweichen oder abzuwehren. Und Freezer ist auch noch mal so ein Arschloch. Aber da ist es wenigstens einer gegen einen und nicht zwei gegen einen.
Spoiler, ich habe vergessen umzurüsten. Kamehameha! Das ist nicht gut, das macht zu wenig Schaden. Und das Geilste wäre, wenn ich danach Gino nicht freischalte, wenn ich ihn besiegt habe. Und darum geht es nämlich gerade. Ansonsten könnte ich einfach mal Super Saiyajin oder höher gehen. Und würde mehr Schaden machen. Ich bin echt nicht gut drauf, habe ich ja schon gesagt. Offscreen. Ich merk's. Ja, meine Rübe tickt gerade nicht richtig. Ach ja. Aber ich habe sonst kein Video von morgen. Ich habe leider nicht so viel auf Vorrat aufgenommen. Ach ja. Ach, er hat Ki gesammelt. Und was kommt? Wurde was in der Mario Kart Konfi geschrieben? Ja. Von dir? Nein. Also von mir jedenfalls nicht. Freunde. Ah. Freunde, sei gegrüßt. High Five für dich in your face, Ginyu. Ja, und laut Wikipedia bedeutet Ginyu so viel wie Milch. Ja, na. Ich probiere mal das hier. Yes! Richtig geraten. Null Schaden. Okay, vermeiden, das ist gut für G's später. Der nächste Gegner ist, wenn ich Ginyu platt kriegen sollte. Boah, war es langsam. Eine verdammte Sekunde habe ich gebraucht. 0,2 zu langsam. Aber im Grunde können wir das Wurst sein, solange ich unter 1,2 bleibe. Heile ich mich mal ein bisschen? Weil das Spiel hatte ja die Funktion, dass man Karten tauschen konnte mit dem Linkkabel und sogar gegeneinander spielen konnte. Okay. Einer gegen zwei, zwei gegen zwei oder einer gegen einen, je nachdem wie man wollte. Mhm. Aber ich werde irgendwann nochmal die japanische Version spielen, um halt zu gucken, was ich da extra freischalten kann oder nicht. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel Charaktere, Plätze, die frei sind. Na, du. Das reine Böse. Okay. Wo ja angeblich in der japanischen noch weitere Charaktere freischaltbar sind. So, ich werde jetzt bei 6 Phasenattacken versuchen und danach versuche ich seine Verteidigung zu senken. Mal gucken, ob das klappt. Es
Weißt du, eine Sache, die ich mich immer gefragt habe, gerade wo jetzt Bootes reine Böse angesprochen hast, ne? Hm? Wieso ist der graue Bu nicht Kid Bu? Keine Ahnung, das habe ich mir auch schon gefragt. Wahrscheinlich war der... Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der noch einen Teil von dem Kaioshin drin hatte, oder von Bu. Obwohl das eigentlich schwachsinnig klingt in meinen Ohren. Mein Gedanken, ja. Also, wie auch mal. Das sehe ich eigentlich auch so, weil der wurde erst zu Kid Bu, nachdem er dann auch noch von dem Bu befreit wurde, den er ja erst als ja. Böse Bu nochmal aufgesaugt hat. Okay, Dreifasertacke. Ach ja. Jedenfalls habe ich mich schon seit dem Anfang von Dragon Ball gefragt. Zu meiner Lage, wie ich mich gerade fühle, ne? Mhm. Vielleicht geht es ja daran, dass ich halt eine Weile im Kalten war und jetzt in der warmen Wohnung bin, dass mich das ein bisschen umgeschlagen hat. Das ist möglich, ja. Okay. Das reicht immer noch nicht. Okay. Son Goku, block bitte. Och Mann. Vor allem Son Goku mit roten Augen, ne? Oder Ginyu. Wieso ist eigentlich Ginyu noch nicht tot? Wieso hast du jetzt auf Son Goku gewechselt? Son Goku wurde besiegt, weil er ihn platt gemacht hat. Weil er wen platt gemacht hat? Er hat mein Son Goku die Energie weggekloppt. Das heißt, er wurde besiegt. Toll, wieso hast du gegen ihn geflohen? Du hast die ganze Zeit im Vorteil. Ja, so schnell geht das halt. Finde ich auch kacke, aber ist so. Klingt lächerlich. Das geht schnell. Er hat ja noch eine erhöhte Verteidigung, deswegen mache ich immer so wenig Schaden. Naja. Scheinbar hat er gleich nochmal dasselbe vor. Und wenn ich Glück habe, kann ich ein Kamehameha starten. Deswegen ist ein berechenbarer Kämpfer da. Wenn das nicht so ganz fehlt, war die Mito-Karte abzulegen. Egal, zu spät. Treffer. Voll unsicher, dass er die Sonnenbiss kann. So, jeez. Nochmal, ich dachte, den hast du schon besiegt. Nee, den hatte ich im letzten Part besiegt. Aber das ist ja ein anderer Kampf. Ich muss halt vorstellen, dass das halt so wäre von wegen Vegeta. Ne, kämpft halt gegen die... Und vielleicht Son Goku oder Krillin dazu. Und dann hat ja Vegeta Jeez getötet. Während Son Goku ja Genius Körper dann halt gegen Ginyu gekämpft hat. Mhm. Beziehungsweise... Auch nicht, ach, ich bin nicht sicher gerade. Naja, also wie die Charaktere hier scheint mich vom Spiel gewählt sind, meine ich. Hm. Naja, gut, Vegeta hast du nicht, dann würde ich eher sagen, Krillin oder Gohan. Wir müssen gegen die kämpfen. Aber ich meine, ich hatte dann Vegeta gewählt, weil ich den ja ungezogen freigeschaltet hatte. Na, ich habe ja gezeigt, wie es geht, und daher... Alles palettig, dann reicht das. Ich kann das halt nur nicht in Worte so zusammenfassen. Hm. Weil ich habe damals ausprobiert, wusste es damals frisch und habe es dann aufgenommen und jetzt habe ich wieder Teils vergessen. Ich weiß wieder warum. Ist ja zu Ginyu, glaube ich, geeilt oder so. Genau.
Hier, friss vergiftete Schokolade. Vergiftete Schokolade? Ernsthaft? Ja. Mr. Satan Schokolade, die er bei Boo geben wollte und die Boo nicht gekratzt hat. Oh mein Gott, das ist eine Attacke. Eine Itemkarte, die Schaden macht. Nee, das ist keine Attacke von Sogoran, das ist halt eine Itemkarte, die man einsetzen kann. So wie Dende mich zum Beispiel heilt. Oder der Scout die Verteidigung von ihm senkt. Okay. So. Dann würde ich jetzt vermuten, dass er für den Phase-Attack gemacht und dann Crusher oder Crasher Ball. Bin mir mit der Aussprache nicht sicher. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Tja, es ist halt nicht berechenbar. Ja, die bescheißen halt irgendwie eine Aufnahme. Ich Privatspiele machen es nicht so ein Faxen. Denken sich halt, ha, er hat schon eine Aufnahme gemacht, jetzt müssen wir einfach bescheißen. Ja. Vor allem, ich hab's mal mit Cell getestet, ne? Mit Cell-State gesetzt. Macht Kamehameha, er macht Teleportation. Ich mache einen Schlagangriff, er macht Sonnenblitz. Okay. Und bei Fast Attacker macht dann Weitblick und hat die abgebrochen. Und ich mir denke mir so, Cheater. Auf jeden Fall, die Attacke geht daneben. Dodge! Er hat's gelernt! Nee, eigentlich hat er nur zurückgeschlagen. Er hat's immer noch nicht geschafft auszuweichen. Nee, ich meinte aber hier gerade eben. Mein trainierter Gohan. Ah, okay. Aber Gohan kann gar nicht ausweichen. Gohan lässt sich immer treffen. Fuck you, Pavlov. Oder der Pavlov. Naja. Da hat ja Chovo ein bisschen zu erklärt. In seinem Reaktionsvideo. Pavlov? Ja, in welcher Beziehung das hängt. Er sagte, da er ja Psychologie hat, hat er das ja gelernt. Von wegen, du machst schlechte Erfahrungen und jedes Mal, wenn es dann wiederkehrt, gerät in Panik. So in der Richtung, habe ich das verstanden. Kann ja auch sein, dass ich einfach nur schlecht wiedergebe gerade, aber so ungefähr. Okay. Und wie gesagt, halt, ne, Trauma. Das ist so, ja. Sieht gerade nicht aktuell so gut aus, finde ich. Ich versuch's ja. Nicht versuchen. Mach. Weißt du, man müsste das mal mit G's machen, von wegen. Dodge! Trauma verpassen. wie ist der, wie das einfach nicht kapieren will, ne? Ei. Ja, gut. Das wundert mich überhaupt nicht, dass der Probleme im Training hat. Wenn er nicht mal diese Grundlage hinkriegt. Ach, jetzt kommt er schon wieder mit der Scheiße. Aber wenn ich so weitermache, habe ich vielleicht noch Chancen. Aber jetzt ziehe ich keine Karten mehr. Ich habe alle verbraucht. Mein Deck ist leer. Ja, du kennst das Spiel. Schon so lange her? Das ist... Wie lange ist das jetzt her? Also, sag doch gleich ja. Sag doch einfach ja und gut ist. Mach dir keinen Vorwurf, wenn es lange her ist und du was vergessen hast.
Ich habe ja auch nicht allzu lang her, ist das, mit Vegeta aufgenommen, hab's vergessen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich zu dem Zeitpunkt das Spiel gespielt habe und nicht mehr in der Sekundarschule war. So, für eine Phasenattacke. Wieder 0,1 zu langsam. Haha, in your face! Schlag. Verdammt, warum schon wieder Englisch? Cosmo, verflucht seist du. Du sprichst zu viel Englisch. Hey, wie kommst du jetzt auf Cosmo? Jeez. Käse. Ja, das war ein Spiel auf Käse. Na, versuchen wir das mal. Und Butter ist, glaube ich, eine Anspielung auf Butter. Ja, Butter. Och, ernsthaft. Worauf sind die anderen drei Mitglieder der Genio Force? Das weiß ich nicht mehr, das hatte ich gelesen, aber vergessen. Ich war auf Genio fixiert. Seine Schreibweise. Als ich den letzten Part, wo ich Genius Namen reingeschrieben habe, nochmal benennen wollte, habe ich halt nochmal geguckt, wie die Leute geschrieben werden. War mir nicht sicher. Zumindest schreibe ich die nicht dauernd falsch wie gewisse andere Leute. Ja. Ja, ja, ja. Aber es gibt halt auch viele Sachen, die ich schon erklärt habe, aber wenn man halt zum Beispiel näher rangeht, macht man mehr Schaden, steckt aber auch mehr Schaden ein. Aha. Wenn ich am Boden bin, machen meine Schadensattacken mehr Schaden. Ich glaube, das geht auch für diese hier, die er gerade macht. Und in der Luft sind halt Kamehamehas und ähnliches stärker. Okay. Wenn er in der Luft ist, kriegt er dafür auch mehr Schaden von solchen. Und den Rest kann man sich, glaube ich, zusammenreimen. Ach ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich überhaupt einen Kampf mal gemacht habe in dem Spiel. Naja, vielleicht hast du es ja auch nicht. Wie meinst du das? Naja, wenn, oder meinst du dich wirklich nicht zu erinnern, dass du gegen Piccolo gekämpft hast als ersten Kampf? Hm? Na, der erste Kampf war gegen Piccolo, wo er dir halt alles erklärt hat. Ja, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr diesen Kampf erreicht haben. So, 5 Phasenattacke. Danach will ich mich heilen und hoffe, dass er keine Scheiße macht, weil ich rechne mit einer Scheiße, die mir tierisch auf Eier gehen wird. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin Versuchung zu safe staten gerade. Aber ich hab mein Scheiß und will's nicht tun. Tja. Ich muss an so einem Stolz echt nervig sein. Ja. Siehe Vegeta. Siehe Vegeta. Und Cell. Hm. Ich würde nicht sagen, solange wie du schon im Spiel gefühlt hängst. Ja, das dauert halt schon 24 Minuten und 27 Sekunden. Ich meine insgesamt. Okay. Jedenfalls solange wie du im Spiel insgesamt schon hängst, meiner Meinung nach, habe ich das Gefühl, dass das Spiel nahezu unmöglich ist. Es ist glücksbasierend und ja, Schwierigkeitsgrad ist sehr variabel. Also halt, ja, wie gesagt, Luck-Base,
Schlechtes Levy-Design. Und joa. Cut aus. Ach, das auch noch. Guck mal, da fehlt doch einiges. So viel weiß. Aber Schieß ist jetzt besiegt. Und ich habe den Kampf gewonnen, endlich. Ja, das war super, kam mir heiß gut. Und ich darf den Kampf nochmal machen. Wieso? Ich habe Gino nicht freigeschaltet. Ja. Denke ich auch. Toll. Yeah. Ist es glücksbasierend, dass du die Charaktere auch freischaltest oder was? Nein, ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh, jetzt die Bohren nicht einsetzen dürfen. Wirklich? Gut, also das war's für diesen Part. Ich habe zwar gewonnen, aber die Charakter nicht freigeschaltet. Bäh. Super. Tschüss, bis zum nächsten Mal.